Aber ohne, dass die Mädels das wissen. Ja. Also wir können auch gerne spontan tauschen, wenn du, Mi, meine Mutter sein möchtest und Sarah, du, mein Vater, können wir das gerne haben. Nein, wir bleiben einfach okay. Mal bei den althergebrachten Rollen. Allein so geht das nicht. Valeriana, gar zornig, da der Vater spricht. Valeriana, drei gute Männer richtig her, sind kräftig, treu und reich und mehr. Beleiden darfst du deine Pflicht. Nein, Tochter, anders geht es nicht. Jetzt weiß es. Oh Vater, was für eine Wahl. Valeriana, erspar mir bitte diese Qual. Und der ist mir treu genug und reicht, du bist mir ganz egal. Oh Vater, was für eine Wahl. Ein Mann kann durchaus nützlich sein. Valeriana, wand daraufhin die Bäuerin ein. Valeriana, mit einem Kuss deckt er dich auf. Er bringt Geschenke dir zu Hause und nachts bist du nicht mehr allein. Geschenke sind nur Sündenzieher und früh fängt mich der Hahn vom Mist. Ach Mutter, wenn's nichts anderes ist. Ich sage dir bei meiner Ehe, Valeriana, dann fällt mir meine Wahl nicht schwer. Valeriana, willst du dir einen Gatten nehmen, musst du als Mann ins Kloster gehen. Da stört kein Mann dich jemals mehr. Das sag ich dir, bei meiner Ehe. Ja, ich glaube dann nehme ich lieber einen Mann. Valeriana, das Mädchen sich das schnell besann. Valeriana, Gehorsam, Mühsal, Demut, Pflicht fehlen auch in einer Ehe nicht. Und dann noch keusch sein geht nicht an. Jetzt nimm doch endlich einen Mann.